fängt schon beim Praktikanten an. Da gibt es eigene Schulungen, die separat für Praktikanten zugeschnitten sind, über jemanden, der dann im Prinzip weitergeht Richtung Fachprüfung, also in der Berufsanwärterzeit. Mir persönlich war es ein sehr großes Anliegen, dass ich nach meinem Master auch außerhalb der Arbeit mich zusätzlich fortbilde. Da gibt es etliche Schulungen im Bereich Steuern, im Bereich Wirtschaftsprüfung, wurde unter anderem heuer massiv ausgebaut. Also ich meine, ich kann es jetzt aus eigener Erfahrung sagen, nach 10 Jahren und gebe das auch meinen Mitarbeitern mit, wenn man will, hat man hier alle Möglichkeiten. Wenn ein Mitarbeiter spezielle Interessen hat und sich in gewissen Bereichen vertiefen möchte, dass sich mittlerweile gewisse Kompetenzen herausbilden, dass einfach den Mitarbeitern die Möglichkeit geboten wird, sich hier näher mit diesen Themen zu beschäftigen und hier auch zu spezialisieren. Ich bin in der Lage, in der glücklichen Lage, mein Doktoratstudium an der Universität aufzunehmen und vor allem auch hoffentlich fertig zu machen. Also es gibt ein Ausbildungsbudget und das Gute ist, falls man aus irgendwelchen Gründen die Ausbildung nicht abschließen kann oder will, muss man das nicht extra refundieren. Es gibt hier keine Beschränkungen im Hinblick auf Seniorität oder so, dass man sagt, man muss jetzt irgendwelche Jahre absitzen, ja, bis man irgendwas erreichen kann, sondern es liegt an einem selbst, an seinem Engagement, an seinem Tatendrang, auch an seiner Performance am Kunden und mit den Kollegen im Team gemeinsam.